Hallo, heute möchte ich mal die Aktie von Fresenius durchrechnen. Sie befindet sich bei mir auch im Depot. Ich muss sagen, es ist eine spekulativere Aktie, weil sie ist ja auch nur bei Moody's Baa3 geratet, hat Nettoverschuldung von roundabout 20 Milliarden Euro, 0,552 Milliarden Aktien sind ausstehend und das Earnings per Share liegt bei 3,31 Euro. Deswegen muss ich auch mit Diskontsätzen von 8, 10 und 12% rechnen und einem terminalen KGV von 15. Wie ihr hier seht, sagen die Analysten voraus, dass das Earnings per Share in den nächsten beiden Jahren um 9,5 und 11,5% wachsen soll und auch dann weiterhin um 9 und dann halt weiter um 8%. Also da habe ich halt dann das relativ konservativ, aber noch ein bisschen offensiv weiter die Zukunft geschrieben, weil das Geschäftsmodell von Fresenius liegt halt auch vor allem bei den Krankenhäusern, die sie da ständig übernehmen, so aus, dass sie halt sehr viel über Fremdkapital akquirieren und dann halt auch die Earnings per Share geringer ausfallen, als sie eigentlich sind momentan, weil sie halt auch sehr viele Abschreibungen dann tätigen. Also es ist halt ein ziemlich gehebeltes Geschäft, hat aber dafür halt auch große Chancen, wenn das Ganze gut geht. Also, aber halt auch große Risiken, die man hier beispielsweise im bärischen Modell sieht, wenn das Geschäft einbricht und halt die Wachstumsrate nicht mehr so stark werden. Und es gibt halt auch halt das ganz große Risiko, sind halt auch die Regulatoren quasi im Gesundheitswesen. Es gibt ja durchaus viele Stimmen, die halt die Krankenhäuser verstaatlichen wollen, beispielsweise die Helios-Kliniken, die von Fresenius da geleitet werden. Ja, und es gibt halt auch, dann gäbe es auch positive Möglichkeiten. Und zwar ein Wachstum von 10, 12 und nochmal 10% und dann dass halt dieser Wachstumshöhe beibehalten wird. Ja, unterm Strich, wie gesagt, kommen dann sehr unterschiedliche Werte raus für den bullischen und bärischen und neutralen Fall. Im Schnitt dann 34,59 als fairen Wert. Also wir sind jetzt momentan mit 35 Euro ziemlich nah dem fairen Wert und auch dem neutralen Fall. Da sind wir fast genau drauf. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach ist halt Fresenius eine durchaus sehr spekulative Aktie, was sich halt auch in dem weiten Spread bei den Fällen zeigt, der halt auch durch die hohe Hebelung und die Nettoverschuldung kommt. Ja, wie gesagt, es ist halt meine Meinung. Ich wollte hier mal das für euch durchrechnen, damit wir hier alle einen Eindruck erhalten. Aber ich bin halt, wie gesagt, kein Finanzberater, sondern ein Finanzmathematiker, dass er solche Dinge halt hier plausibilisieren kann. Wenn euch das gefällt, wäre es gut, wenn ihr hier subscribt, weil ich stelle jetzt immer wieder Videos hoch, in dem ich meine Sicht aus Zahlensicht quasi auf die Dinge hier wiedergebe. Dann bedanke ich mich. Tschüss.